Mit der Gründung des Heimatvereins Seveco e.V. waren wir immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere Arbeit, aber auch alle Aktivitäten, die sich sonst in unserer Gemeinde so abspielen, festzuhalten. Denn wir waren und sind der Auffassung, dass das Zusammenleben in einem Dorf, und wenn es so klein ist wie unser Seveco, so liebenswert, so interessant und so vielschichtig ist, dass es lohnt, festgehalten zu werden. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, aber auch vielleicht für all diejenigen, die glauben, dass das wirkliche Leben sich nur in Großstädten abspielt und nicht in einer Kuhblecke wie Seveco hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. 26 Jahre sind inzwischen vergangen und wir haben nicht nur einen Film gedreht, sondern sechs über unser Leben hier in Seveco. Wir haben eine Max-Schmeling-Halle gebaut, wir haben unsere Kirche gerettet, wir haben ein Koch- und ein Backbuch geschrieben und wir haben viele Bäume gepflanzt. Und jetzt, nach 14 Jahren, haben wir nochmal Lust, einen Film zu drehen. Ein Film, der mit einem ganz besonderen Titel überschrieben ist, nämlich Unser Dorf lebt durch uns. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wer ist in diesem Film mit uns gemeint? Und das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Vergleichen wir das Leben in einem Dorf einfach mal mit dem Fußballspielen. Da gibt es eine Fußballmannschaft, nennen wir sie Traktor Seveco. Die Mannschaft wird gefördert durch einen Verein, das ist in unserem Fall der Heimatverein Seveco. Und dann gibt es dann noch eine Art Aufsichtsrat. Das ist der Ortsbeirat Seveco. Für alle Gefahren am Spielfeldrand steht uns eine schnelle Eingreiftruppe zur Seite. Und nicht zu vergessen, die Fans und Schlachtenbummler. Das sind alle Sevecoerinnen und Sevecoer. Ich weiß, jeder Vergleich hinkt, aber zumindest kann man an diesem Beispiel erkennen, ob ein Dorf aus Einzelkämpfern oder aus einem eingespielten Team besteht. Denn läuft das Spiel, dann sind alle Gewinner. Und nun schauen wir mal, wie der Ball in Seveco läuft. Fährt man durch unser Dorf, werden einem interessierten Besucher einige Dinge sofort ins Auge fallen. Das Ortseingangsschild mit unserem Ortsnamen in zwei Sprachen. Hinweisschild: Max-Schmeling-Halle Seveco. Geschwindigkeitsmesser. Hinweisschild: Xenosium. Sternwarte. Der Dorfplatz mit Brunnen, Werbeschildern, Bibliothek. Feuerwehr. Kirche. Seveco allerdings endet nicht am Ortsausgangsschild. Manches erschließt sich dem Betrachter auch erst auf den dritten Blick. Eine Mehrzweckhalle mit dieser Ausstattung würde man in so einem kleinen Dorf kaum vermuten. Dass die Sevecoer über den Bau einer Halle längere Zeit ernsthaft nachdachten, hatte gleich mehrere Gründe. Erstens, der Heimatverein Seveco organisierte seit 1995 einen ganzjährigen Kulturbetrieb ohne ein Dach über dem Kopf. Zweitens,
Die Frauensportgruppe und der 1999 gegründete Sportverein mussten zum Training in die Sporthalle nach Berlinchen fahren. Drittens, das Geld der Gemeinde Sevico sollte vor der Ehe mit Wittstock gut angelegt werden. Eine Max-Schmeling-Halle Sevico begeistert entstehen zu sehen, ist das eine. Eine Max-Schmeling-Halle Sevico mit Leben zu erfüllen, das andere. Frauen- und Kindersport, die Volleyballer, Bowlingfans nahmen die Halle in Besitz. Wir luden zu Konzerten, Festen und Feiern ein. Und übrigens, es gibt in Deutschland gerade mal 2 Max-Schmeling-Hallen. Und eine davon steht bei uns in Sevico. Aber einen Veranstaltungsort bekannt zu machen über die Ländergrenzen hinweg, wenn es überall so viele Veranstaltungsangebote gibt, dafür braucht man einen langen Atem und große Namen. Und sie kamen. Einer der ersten, Gojko Mitic, kam sogar mit dem Kanu nach Sevico. Heute hat es uns in den entlegensten Winkel Brandenburgs verschlagen, nach Sevico, das alpine Wintersportzentrum des Landes. Hier hautnah erleben konnte man hier inzwischen auch Attila Weidemann, Max Mohr, Gregor Gysi, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Adi, über 10-mal das Kabarett Leipziger Pfeffermühle. Andere Besucher kamen wegen unserer jährlichen Oktoberfeste und inzwischen füllen auch die Weihnachtskonzerte des Blasorchesters Wittstock die traumhaft geschmückte Halle. Und einer kommt bereits zum 6. Mal nach Sevico. Man kann hier einen ganz anderen Kontakt mit dem Publikum aufbauen. Das ist alles in Großstädten nicht möglich. Ich bin zum ersten Mal in Sevico gewesen und danach hatte ich das Gefühl, ich kenne hier alle. Ich kenne dieses Dorf, ich kenne die Menschen. Wenn ich Hallo sage, sagen sie auch Hallo und wie geht's und so. Also wir sind quasi im Gespräch. Und daraus ist eine solche Verbindung, eine Herzlichkeit entstanden. Ich weiß, ich muss einfach jedes Jahr nach Sevico. Um den Sevicoer Veranstaltungsmarathon durchzuhalten, sollte man allerdings fit sein. Ich bin jetzt seit ca. 8 Jahren im Heimatverein Sevico. Und so wie heute freue ich mich, dass wir wieder so ein tolles Fest organisiert haben, ein Kindernachmittag. Unter vielen anderen Sachen, die wir schon in Sevico organisiert und geplant haben, wie Halloween-Feste, Sommernachtstänze, bestimmte Buchautoren hatten wir, bekannte Buchautoren, viele Bands hatten wir hier schon. Und ich freue mich jedes Mal, in Sevico für Sevico zu planen, mit Sevico zu organisieren und mit Sevico zu feiern. Sevico ist schon seit vielen, vielen Jahren, ist man hier gern zu Gast. Hier ist immer schwer was los, hier wird viel organisiert. Das ist dem Engagement von einigen Menschen zu verdanken, von vielen engagierten Menschen. Ich war gerade eine Stunde in der Feuerwehr gewesen, habe mir da die Sorgen und Nöte angehört, bin hier über den Festplatz gegangen, war wieder sehr überrascht, mit wie viel Power hier was auf die Beine gestellt wird, hier für die Kinder. Immer wieder toll hier in der Sevico. So, wir treffen uns jeden Montag hier zum gemeinsamen Sport, schon viele Jahre lang. Aus verschiedenen Ortsteilen kommen wir zusammen und wollen aktiv bleiben und wir machen Sport und wir feiern auch manchmal zusammen. Wir sind so zwischen 30 und 70 vom Alter her und staunen manchmal, wie viel Power auch unsere 70-Jährigen noch haben und sind immer motiviert, wenn Manuela uns was Neues beibringt und denken, wir tun unserem Körper was Gutes. Auch im Alter ist es wichtig, noch Sport zu treiben. Unsere Frauensportgruppe begeht in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen
und rund 17 Frauen unterschiedlichen Alters kommen jeden Montag aus verschiedenen Orten nach Seveco in die Max-Schmeling-Halle, um Spaß zu haben, fit zu werden oder fit zu bleiben. Unsere Familie zog 1994 von Wittstock nach Seveco, wo man 1995 begann, einen Verein auf die Beine zu stellen. Und ganz oben auf der Wunschliste der Sevecoer stand damals Sport. Die Männer dachten dabei an Volleyball und gründeten 1999 einen eigenen Sportverein. Die Sevecoer Frauen dachten mehr an Bauch, Beine und Po und fuhren dafür 9 Jahre lang in die Sporthalle nach Berlinchen. Seit 2007 nahmen die Sevecoer ihre eigene Sporthalle in Besitz. Ich war von Anfang an dabei und da ich schon immer große Lust hatte, als Fitnesstrainerin zu agieren, absolvierte ich 2003 einen Lehrgang an der Sportschule in Lindow und konnte schon in Berlinchen die Frauensportgruppe als Trainerin übernehmen. Heute wie damals geht es um eine aktive Freizeitgestaltung, die Spaß macht. Power Aerobic ist anspruchsvoll, aber gemeinsam fließender Schweiß verbindet, was sich besonders in der Corona-Zeit zeigte. Sobald es möglich war, kamen wir zusammen, Indoor oder Outdoor. Wir feiern nach dem Training, wenn es was zum Anstoßen gibt, manchmal auf den Nachwuchs unserer Mädels und manchmal auf die Geburt von Enkelkindern. Das alles gab es schon. Aber da gab es auch noch etwas ganz anderes. Und ich habe 1997 auf einem Sommerfest in Seveco gab es eine Showeinlage von 3 Mädels aus dem Dorf, die nicht nur große Begeisterung des Publikums auslösten, sondern weittragende Folgen hatten. Unser Anfang war in unserer Jugendzeit gewesen, Manja, Sabrina und ich. Und ja, unsere Übungswochenenden waren dann meistens immer bei Konchaks gewesen, hinten im Wohnzimmer oder auf der Terrasse. Dort haben wir viel geübt in unserer Freizeit und dann sind wir halt einfach Silvester sind wir aufgetreten, hier Sommerfest vor allen Dingen ganz viel und hatten einfach eine Menge Spaß dabei und ja, mussten uns natürlich immer ganz verschiedene Sachen einfallen lassen und hat auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein eben halt auch gestärkt, ne? Und es hat immer wieder Spaß gemacht. Den 3 Mädels schlossen sich deren Mütter an und präsentierten bei einem der nächsten Sommerfeste mit einer eigenen Choreografie den Welthit Mambo No. 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am. Mit der Zeit kamen weitere interessierte Mittänzerinnen aus dem Dorf dazu. Und was anfangs nur ein Spaß sein sollte, wurde immer anspruchsvoller. Die Trainingseinheiten und die dazugehörigen Choreos immer aufwendiger, die Kostüme immer verwegener. Alljährlich zum Sommerfest erlebte das Dorf nun die Premiere eines neuen Showtanzes. Niemand ging ins Bett, bevor die Sevecodancers nicht ihren neuen Tanz nach ihrer eigenen Choreografie abgeliefert hatten. Zwischen Sommerfest und Silvester kamen immer mehr Anfragen zu unterschiedlichsten Anlässen, um unsere einstudierten Tänze vorzutragen.
Aber einen ganz besonderen Auftritt auf ganz großer Bühne hatten wir während der Internationalen Grünen Woche in Berlin im Rahmen des Brandenburg-Tages mit dem Bühnenprogramm des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Alles hat seine Zeit und 2018 verabschiedeten sich die Seveco-Dancers während einer Silvesterfeier in der Max-Schmeling-Halle von ihrem Publikum. 2023, zum 25-jährigen Bestehen der Frauensportgruppe, überraschten wir allerdings unsere Gäste noch einmal. Zu den Zugezogenen. Meine Familie zog im Juli 2021 nach Seveco, einem kleinen Dorf, dem ein besonderer Ruf vorauseilt. In Seveco wäre immer etwas los und jeder könnte sich einbringen. Wir waren noch in der Phase anzukommen, da fanden wir in unserem Briefkasten einen gelben Zettel, ohne den, wie wir inzwischen wissen, in Seveco überhaupt nichts geht. Das war noch in der Corona-Zeit und doch plante man im Heimatverein und arbeitete an verschiedenen Projekten gleichzeitig. Ich wurde neugierig, wer hinter diesem gelben Zettel steckt und stellte mich auf einem der monatlich stattfindenden Treffen des Heimatvereins vor. Mein Ankommen im Verein war sehr unkompliziert. Keine großen Formalitäten, keine Verrenkungen, keine Vorbehalte. Schön, dass du da bist und hör einfach zu. Und seitdem bin ich dabei und mittendrin. Denn durch meine frühere Tätigkeit als Einrichtungsleiterin eines Pflegeheims und meine heutige Arbeit beim Verein Esther Ruppin im Projekt Clever im Alter bin ich im Heimatverein Seveco im Bereich der Seniorenarbeit angekommen. Hier werde ich meine Fragen los. Könnte auch junge Leute fragen, aber die haben meistens keine Zeit. Die helfen einem, stellen einen mit ein, aber man selber muss es ja auch begreifen und selber machen können. Und darum bin ich hier und hier kann ich auch andere Fragen stellen, die meinem Alter entsprechend entstehen. Als Clever Altern gestartet ist, wurde ich gefragt, ob ich hier ehrenamtlich tätig sein könnte. Habe sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, was mich jedes Mal erwartet. Die Fragen, die hier gestellt werden und wurden, sind immer wieder neue und das macht die ganze Sache echt interessant, weil man nie weiß, was erwartet einen denn als nächstes. Erst einmal wurden auch wir, mein Mann und ich, wie viele andere neue Sevecoer vor uns, dem Kreis der Seniorinnen vorgestellt. Und in Seveco mit einem Begrüßungsgeschenk Made in Seveco willkommen geheißen. Der Ursprung dieser Idee liegt 26 Jahre zurück,
Als sich die kanadische Familie Lukas 1997 den Sevecoern unter dem Titel »Mein unbekannter Nachbar« vorstellte. 25 Jahre später läuft diese Vorstellungsrunde immer noch, so wie hier 2023 mit einer jungen Neusevecoerin. Wo fange ich an? Familiengeschichte Keter ist doch schon älter, als man denkt. Sie begann hier in Seveco 1960. Ich bin, glaube ich, die vierte Generation eigentlich in Seveco bereits. Angefangen hat das Ganze mit meinem Urgroßvater Erich und meinem Großvater Gerd, die sich als Angler am Langhagensee eine Fischerhütte bauen wollten. Meine unbekannte Nachbarin, unwahrscheinlich, Daniela, heute kennengelernt. Super, ich kannte sie wirklich nur vom Sehen ab und an. Und heute habe ich ein ganz anderes Bild von ihr bekommen. So wie sie sich dargestellt hat, in der Arbeit, 20 Jahre Intensivmedizin, Intensivkrankenschwester auf der Station, bei Corona und so weiter, war beeindruckend. Also ich fand es unwahrscheinlich gut heute, diese Veranstaltung, das gesehen zu haben. Ja, nachdem Heidi angerufen hat, Heidi fragte erst mich, ob Dani das machen würde, hatte ich gesagt, nein, so spontan macht sie das nicht. Ne? Und dann bin ich nachmittags, waren wir zum Spazierengehen wieder verabredet und dann sagte sie, ich mach's. Und wir kennen Daniela und ihre Eltern, aber es war trotzdem noch wieder sehr, sehr aufschlussreich, dass sie hier als kleines Mädchen mit den Eltern hergekommen ist nach Seveco. Seveco ist wie ein Gefühl. Also der Gedanke kam mir vorhin, wie ein Gefühl. Also ich möchte hier nicht weg. Ist wunderschön hier. Und meine Tochter ist hier auch glücklich geworden. Sie hat hier ihr Zuhause, ihre Wurzeln. Und wir sind füreinander da. Ist ganz wichtig. Gerade in unserer Zeit. Ne? Ja. So, jetzt mal ziehen. Ziehung bitte. Das Ortseingangsschild lässt es erahnen. Platt gehört zum Dorfleben. Einfach dazu. Vor fast 30 Jahren trafen sich in Seveco Plattdeutsche aus der ganzen Region. Der Herm rät, Schräm, Predigt, ein so platt. Die Sprog, die hier in die Prignitz zu Hus ist. Immer wurde von einer sterbenden Sprache gesprochen. In 10 Jahren wird hier keiner mehr platt sprechen, der Meinung bin ich. Es ist nicht 12, sondern es ist schon 12:05. Vielleicht aber haben die ollen Plattdütschen die Rechnung ohne die Lütten Plattsprecher gemacht. »2008 wurde in Seveco eine Kinderschule gegründet. Seitdem ist Heidi Schäfer dabei, die Kinder für die plattdeutsche Sprache zu begeistern. Und das mit großem Erfolg, denn unzählige Auftritte bezaubern jährlich das Publikum. »Wie uns da redt man Hus gebacken, denn Platt ist schön, das ist gewiss. Hef bloß kein Bank für Drade brecken, in Plattdeutsch lernt nur jedes Kind. Englisch können sie und Französisch sprechen. Warum seid auch nicht Plattdeutsch sind?« Meine Tochter Frieda Charlotte besucht die Kinderschool bei Heidi Schäfer. Ich finde es schön, weil sie so die Gemeinschaft vom Dorf kennenlernt, platt lernt und ihr das hoffentlich später den Englischunterricht in der Schule erleichtert. Weil ich denke, die Kombination zwischen Englisch und Platt vermutet man nicht, aber sie ist tatsächlich da. Die Kinderschool gehört zum Heimatverein Seveco, wenn auch die Kinder, die hier die plattdeutsche Sprache lernen, nicht nur aus Seveco kommen. In Seveco steigt in Hus, in Seveco steigt in Hus, in Seveco steigt in Hus, ja, ja, mit dem Triller, mit dem Faller, mit dem Hoch, das war in Seveco steigt in Hus. Die Großeltern haben platt gesprochen, wir haben längst damit gebrochen. Und wenn man etwas Bildung hat, blamiert man sich doch mit dem Platt. Mensch, blamier die Silmer nicht, das verstehst du wirklich nicht. Beide Sprocken münd bestorn, keine dörf uns innergorn. Was hier als Pilotprojekt zeigt, wie schnell Kinder platt lernen, könnte Schule machen. Denn für platt in Brandenburg,
sieht dat no 30 Jahr ganz gut ut, was sich inzwischen auch in den Medien widerspiegelt. Plattdeutsche Themen spielen im Programm bei Antenne Brandenburg auf jeden Fall eine Rolle, zum Beispiel in den Regionalnachrichten, die wir ja für die Prignitz und das Ruppiner Land aus Perleberg senden. Da ging es zum Beispiel jetzt gerade darum, dass sich der Landtag mit dem Niederdeutschgesetz nochmal beschäftigt hat zum Erhalt der plattdeutschen Sprache. Oder wir haben berichtet, im letzten Jahr war es, glaube ich, über das zweisprachige Ortsschild von Seewekuh. Oder die Plattdeutsch-Fibel, die hier in Schulen verwandt wird, angewandt wird. Auf jeden Fall habe ich hier den Eindruck, dass Plattdeutsch nicht stirbt. Viele junge Leute interessieren sich dafür und das ist doch eine gute Sache. Nee, im Nachricht ist gut, ja, ja. Mit dem Thriller, mit dem Teller, mit dem Hopp, Hopp, Hopp. Und wir gehen jetzt nach Hus. Auf Wiedersehen! Ja. 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Seewekuh. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Los. Dieser schöne Tag begann mit einem traditionellen Festumzug durchs Dorf, dem sich 5 befreundete Wehren angeschlossen hatten und von den Seewekuhern am Straßenrand begleitet wurde. "90 Jahre Feuerwehr" bedeutet auch im Dorf 90 Jahre retten, löschen, bergen und schützen. Die Feuerwehreinheit Seewekuh ist hier sehr verwurzelt im Dorf. Sprich, Veranstaltungen sowie Osterfeuer, Maibaum aufstellen, Herbstfeuer oder unseren traditionellen Weihnachtsmarkt. Ja, also aktuell sind wir hier in der Feuerwehreinheit Seewekuh 10 Kameraden im Einsatzdienst. Und des Weiteren haben wir ungefähr Einsätze im Jahr im Durchschnitt 12, aber mit steigender Tendenz. So wurden wir 2022 19 Mal alarmiert. Zu technischen Hilfeleistungen, aber auch kleineren Brandeinsätzen. Aber die technische Hilfeleistung schlägt ungefähr mit 80% zu Buche und Brandeinsätze dann eben nur noch 20%. Ehrung, Vorführung und Wettkämpfe standen am Vormittag auf dem Programm und wurden unter anderem von unserem Bürgermeister Jörg Germann interessiert beobachtet. Feuerwehr ist die Seele des Ortes. Und diese Seele wird durch Frauen und Männer geprägt, die ihre Lebenszeit für andere Menschen einsetzen. Bei der Ausbildung, auch bei der ein oder anderen Feierlichkeitsvorbereitung und im Wesentlichen dann, wenn es hart auf hart kommt, Leib und Leben zu retten anderer und gegebenenfalls auch Hab und Gut. Und wenn man so in der Gegenwart sich umschaut, glaube ich, ist Seewekuh auf einem guten Weg, für Nachwuchs zu sorgen. Am heutigen Tag waren sehr viele junge Menschen um mich auch, die jetzt schon so Selbstbewusstsein haben, um ein entsprechendes T-Shirt zu tragen, wo drauf steht Feuerwehr Seewekuh. Und das ist ein gutes Zeichen. Die Feuerwehr wird andere Aufgaben noch zu erledigen haben, auch in der Nähe. Manchmal sind ja Einsätze auch relativ fern von Orten. Aber durch Klimawandel, Wetterunbilden und Dinge, die wir selbst manchmal so verursachen, würden diese Einsätze mehr werden. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung, in Seewekuh weiß man das, aber darüber hinaus auch diese Wertschätzung so inhaltstief auch rüberbringt, damit man auch willens ist, diese Herzenssache des Helfens anderer Menschen auch immer im Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft hat. Und das ist in Seewekuh heute gerade zu verspüren. Was könnte ich jetzt noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Wenn da nicht die am Anfang des Films gestellte Frage, durch wen lebt unser Dorf, wäre. Und die Antwort heißt, durch jeden unserer aktuell 220 Einwohner. Durch jeden, der bereit ist, etwas für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt im Dorf zu leisten. Dabei muss man nicht zwangsläufig Mitglied im Heimatverein sein. Da zu sein und zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Wie bei dem gewaltigen Projekt innerhalb von 2 Jahren 20.000 Euro für die Sanierung der Dorfkirche zu sammeln. Zu helfen bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.
allein die vielen Kuchen, die von den Sevekoern jährlich für zum Beispiel den niederdeutschen Gottesdienst oder die großen Feste gebacken werden. Da sind zum Beispiel die jungen Eltern, die helfen, wenn es um den Spielplatz oder die Kinderfeste geht. Die Helfer, die bei der Gestaltung von Umzugswagen und Dekorationen tolle Ideen umsetzen. Die Baumpatenschaften, die wir 2022 ins Leben gerufen haben, eine Idee, die wir aus Basico mitgebracht haben. Und vor allem der Spaß, den die Sevekoer haben, wenn sie zusammenkommen, um zu arbeiten und zu feiern. Ja, Seveco ist ein Ort mit vielen klugen, kreativen Köpfen. Und jeder, der sich einbringen will, ist willkommen. Aber ich weiß auch, dass gerade hier noch Reserven sind. Und auch eins zeigt dieser Film nicht, nämlich die Mühen der Ebene, die ein Veranstaltungsjahr in unserem Ort mit vielen besonderen Höhepunkten so mit sich bringen. Das bedeutet, im Frühjahr schon an den Weihnachtsmarkt zu denken, mutig an Projekte heranzugehen, von denen keiner weiß, ob sie zumindest die Ausgaben decken. Immer wieder gelbe Zettel schreiben und verteilen, sich Monat für Monat zu treffen, inzwischen 28 Jahre lang. Das allein sind mehr als 15.000 Stunden nur für die Sitzungen der Mitglieder des Heimatvereins. Vor diesen Turbo-Ehrenamtlern kann man nur den Hut ziehen und versuchen, den fleißigen Mitstreitern, ob nun im Heimatverein, in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Ortsbeirat, jede nur erdenkliche Unterstützung zu geben. Und es geht weiter. Dieser Film ist abgedreht und in der Zwischenzeit haben uns die Ereignisse in Seveco bereits wieder eingeholt. Denn der lang gehegte Wunsch eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens auf dem Dorfplatz konnte am 1. Juli 2023 als Pilotprojekt realisiert und eingeweiht werden. Seit Anfang August treiben auch die Junggebliebenen in der Max-Schmeling-Halle als eine weitere Sportgruppe des Heimatvereins einmal in der Woche Sport, und zwar der gemäßigten Art. Und gerade jetzt wächst auf dem Winterberg der Naturerlebnispunkt, ein Aussichtsturm am Fischkarrerweg. Diese Idee entstand im Rahmen der Erhaltung unserer Streuobstwiesen. Das Projekt wird finanziell von der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und von der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz EG unterstützt. Dafür unser großes Dankeschön. Konnte das Problem des Schwerlastverkehrs bis heute nicht zufriedenstellend gelöst werden, so zeigten sich viele Sevekoer bei der Sammlung von Spenden für einen ersten permanenten Geschwindigkeitsmesser mit den Bewohnern der Sevekoer Hauptstraße solidarisch. Denn diese sind am meisten vom Lärm belastet. So kamen 4.000 Euro zusammen, dann erst gab es einen zweiten von der Stadt Wittstock gratis dazu. Und sie zeigen Wirkung. Ich selbst bin in Bergen auf Rügen geboren und ließ mich von meiner Frau vor 44 Jahren gern in die Prignitz verschleppen. Inzwischen bin ich 30 Jahre in Seveco, mische hier als Bürgermeister oder Ortsvorsteher seit vielen Jahren aktiv mit und schlüpfe dabei auch mal in die eine oder andere Rolle. Ich bin gern Ortsvorsteher in Seveco
Und das nicht nur, weil es sich in dieser wunderschönen Gegend gut leben lässt. Und richtig, Seveco ist ein Gefühl, weil es hier ein wohltuendes Miteinander gibt. Das macht unser Dorf lebenswert. Ja, unser Dorf lebt. Und zwar durch uns.